Machen wir mal. Kaufen wir eine Skylia und hetzen die auf die Schiffe da oben. Mal sehen, wie gut sie darin ist. Ja, sie klingt schon mal sehr böse. So, verbessern wir mal unsere Kasernengebäude, dass Einheiten schneller ausgebildet werden. Also ja, meine Skylia frisst ziemlich gut die Schiffe und nimmt selber wenig Schaden. Nom, nom, nom. So, nächstes Schiff. Na, noch hat sie nicht genug Schaden gekriegt. So, noch einen Zyklopen. Oh. Hier könnt ihr da oben mal Gold abbauen. Irgendwann muss sie doch mal zusätzlichen Kopf kriegen. Ja. Achso, wenn sie Soldaten tötet, dann kriegt sie Köpfe. Bei denen hier war es so. Nein, du kriegst auch nur Köpfe, wenn du mythische Einheiten tötest. So, noch ein paar Hopliten jetzt. Jetzt seht mal, die Nahrung kommt schon mal ziemlich gut rein. Gold hält sie noch gerade so in Grenzen. So, graden wir noch. Können wir nicht, weil wir nicht genug Gold und Holz haben. Und dafür auch nicht. So, wir haben langsam die Einheitengrenze erreicht. Was aber okay sein dürfte. Nehmen wir mal die Hopliten weg. Naja, noch ein Toxote. So. Greifen wir erstmal das nahegelegene Schlachtschiff. Ja, das nahegelegene Schlachtschiff. Nein, wir können nichts angreifen, weil wir kriegen Besuch. Wir kriegen jetzt erstmal Besuch, den wir loswerden sollten. Und ja, ihr seht, meine Schlachtschiffe kriegen ziemlich viel Aua von, also meine Tiriremen von diesen Schlachtschiffen. So. Der Rest wieder an die Arbeit. Ich glaube, wir haben nur einen Goldsammler verloren. Ach, da sind meine Hippikons mal wieder. Kommen sie und nerven. Oh. Du kannst ruhig mitkommen, so. Haben wir noch was verloren? Ja, Holzsammler. Noch ein Holzsammler und dann kann ich mal meinen Dorfzentrum upgraden, auch wenn das fast gar nicht mehr nötig ist. So, hier kommen sie nicht so leicht durch. Hier könnte ich übrigens Belagerungswaffen ausbilden, bauen. Wenn sie denn nötig wären. So, wir reißen jetzt erst einmal hier das Tor ein. Oder einfach die gesamte Mauer. Und kümmern uns dann um den den Beobachtungsturm hier. Und dann muss der restliche Hafen dran glauben. So, wir holen uns noch zusätzliche Hopliten. Jupp. Denen geht's gut hier. Obwohl wir eigentlich fast keine zusätzlichen Hopliten mehr brauchen. So, das macht jetzt gleich Riesenaua. Gut.
Wir haben übrigens noch den Bronzezauber. Übrigens, die Truppen hier hatten gar kein Ausbildungsgebäude. Ich glaube, anders als die hier. Die hatten einfach bloß Mauern und einen Hafen. Na, das kann auch nervend sein. So. Gut gemacht. Jetzt, wo die trojanischen Häfen zerstört sind, kann Agamemnons Armee landen. Genau, jetzt kriegen wir endlich mal Unterstützung von Agamemnon. Der schickt nämlich neben sich selber. Russische. Schickt er Hippikons und Promodus. Und zwei Belagerungswaffen. Die können wir jetzt alle mal in die Richtung schicken. Unsere Truppen. Hopliten sehen etwas ausgedünnt aus. Sind nur noch 8 Stück, aber. Okay, ich nehme es zurück. Es sind 12 Stück. So, meine Stylia, die frisst noch mehr Viehzeug. Und ansonsten könnte ich das hier mal machen. Ja. Und meine Türme ausbauen. So, von Troja sollte ich mich fernhalten. Der ihre Verteidigung sieht einfach zu gut aus. Artillerie stark gegen Gebäude, Petrobolus. Wobei die eigentlich auch ziemlich stark gegen Einheiten sind. Holzfäller, bist du. Und der Rest dürfte eigentlich so weit. Ach, auch du noch. Ja, wir haben Überbevölkerung, definitiv. Oh, und die haben einen Koloss. Ich wollte schon Titanen sagen. Aber Titan ist dann doch etwas anderes. So, macht erstmal die Mauer weg. Ein Titan ist gut. Ein paar viele Titanen. Übrigens finde ich Agamemnon. Also nicht. Ajax, Hippolyte, Agamemnon. Hier steht nämlich was so Lustiges. Hat unterwegs sein Speer verloren, schlägt also nur mit den Fäusten zu. Was ich irgendwie lustig finde. So, werdet jetzt bitte noch den letzten Titan los. Und die nerven immer noch mit Truppen. Das finde ich nicht so toll. Hört auf, meine Dorfbewohner zu töten. Macht lieber ihren Hafen nieder, genau. So, Mission erfolgreich gewonnen. Nein. Wechsle jetzt ins Kampagnenmenü. Um euch mal kurz, bevor ich jetzt hier erstmal einen Cut mache, weil wir jetzt gleich bei 1,5 Stunden sind. Und ich finde, das ist ein perfekter Abschluss für die erste Aufnahmesession. Wir sind ja schon weit gekommen mit den ersten 3 Missionen. Will ich euch mal kurz zeigen, wie sich die Kampagnenkarte entwickelt. Wir sehen hier Prolog und Neue Träume, sehen wir hier Atlantis, irgendwo draußen in der Pampa, ziemlich groß irgendwie, wenn man sich denkt, dass das hier Spanien ist. Oben sieht man hier den roten Punkt und die Poseidon-Statue, also die erste Mission. Die nächste Mission sieht man hier Kamos, also den Piratenanführer und den roten Punkt. Und hier auch so schöne eine Schlangenlinie, wo es hingeht. Genauso wie hier jetzt der Punkt blau ist, um zu zeigen, dass das hier erledigt ist. Dann haben wir hier, jetzt sind wir in Griechenland angekommen, beziehungsweise in Troja auf der anderen Seite. Also hier ist Griechenland eigentlich. Und ein schöner Plan. Man sieht hier, die Mauer wird zu einem Tor. Und hier unten steht auch immer der Plan dazu. Die Griechen und ihre Verbündeten aus Atlantis treffen ihre Vorbereitungen für den Sturm auf Trojas Haupttor. Also das hier. Nur die Oberfläche, Akanthos erreicht Troja gerade noch rechtzeitig, um die griechischen Streitkräfte zu unterstützen. Nun muss er die äußeren Verteidigungsanlagen Trojas durchbrechen.
Kramos, der Minotaure, hat den entwendeten Dreizack zu seinem Inselstützpunkt gebracht. Doch Arkanton steht schon bereit, um mit ihm abzurechnen. Ja. Also ich werde die Questtexte mal immer am Schluss von der Aufnahmesession kurz zeigen und vorlesen. Piraten greifen Atlantis an und Poseidon scheint verärgert. Gerade hat Arkanton sich an den Gedanken gewöhnt, dass seine Abenteuer zu Ende sind. Da könnte ein neues für ihn beginnen. Und Omen. Athena erscheint Arkanton im Traum, um ihn auf seine Aufgabe vorzubereiten. Mhm. Jo, das waren jetzt die ersten drei Missionen der Hauptkampagne. Ich glaube, es sind insgesamt 21 Stück oder so. Also haben wir noch genug vor uns. Also wir werden noch ein paar Missionen hier in Troja verweilen. Ich glaube, drei oder vier Stück. Das hier war das Spiel lernen und dann kommt irgendwann die goldene Gabe. Die Mini-Kampagne. Aber jetzt sind wir erstmal eine Weile mit dem Sturz des Dreizacks beschäftigt, denke ich mal. Jo. Ich hoffe, ihr werdet weiter zusehen und findet Gefallen an dem Spiel, auch wenn es, wie ihr gesehen habt, in der dritten Mission ein paar träge Momente gibt, wenn wir unsere Basis aufbauen müssen. Aber wir müssen ja zum Glück nicht immer alles machen, weil wir immer ein bisschen weiterkommen. Man hat zum Beispiel gesehen, wir mussten unsere Hopliten gar nicht aufs erste Level upgraden. Also mittlere Hopliten und Toxoti machen, die waren schon von vornherein. Das wird dann nachher auch immer besser mit von Mission zu Mission. Also irgendwann müssen wir keine Kupferwaffen mehr erforschen und fangen im dritten Zeitalter an und so weiter. Und haben interessantere Missionen. Aber in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt erst einmal. Und hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder. Also bis dann.